Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier beim letzten Mal auf Bogano stehen geblieben und haben uns hier schon ein bisschen umgeschaut und befinden uns immer noch auf dem Weg zum Gewölbe. Wir haben auch schon einen Durchgang gefunden, aber der war gesperrt. Das heißt, wir müssen jetzt einen anderen Weg finden. Ja. Und wir können auch gleich nochmal auf die Krolo-Karte schauen, ganz kurz. Ja, da oben war das. Hier. Da sollen wir wohl weiterkommen. Aber wir sollen uns hier umschauen. So, wir haben jetzt hier links einen Weg. Dann werden wir wohl da erstmal weitermachen. Gut. Also, wenn wir mal die Seilrutsche da benutzen. So. Gut. Na, BD1 springt auch schon hoch und jetzt auch wir hinterher. Okay. Oh, da unten haben wir erstmal eine Bockrate. Wie es aussieht. Gut. Und erledigt. Weg ist er. In Ordnung. Gut. Da vorne haben wir noch eine. Oh. Und wieder so ein Octo. Ich glaube, die heißen Octo. Den werden wir erstmal ausleihen. Oh, da ist ja noch einer. Oh. Gut. Oh, der weicht hier schön aus. Reif. Oh, da. Ah, mit seinem Verstecken verschwindet er auch aus der Zielfestsetzung. Oh, wir haben noch eine. Erledigt. Und wir haben den Fähigkeitenpunkt erhalten. Das ist natürlich sehr gut. Das ist wieder so ein großer. Oh, da ist er schon wieder. Ich glaube, den lassen wir aus. Mit dem haben wir schon beim letzten Mal unfreundliche Begegnungen gehabt. Oder eine unfreundliche Begegnung. Hm. Trau dem nicht. Ah. So, müssen wir jetzt hier weiter. Mal schauen. Von hier kamen wir. Und hier scheint es erstmal nicht weiter zu gehen. Ich denke, wir müssen noch rüber zu dem Aufzug oder so. Mal schauen. Ah, da hinten leuchtet irgendwas. Um schon zu erkennen. Oha, müssen wir uns doch mit dem da beschäftigen. Na ja, mal schauen. Steht da ungünstigerweise im Weg, so wie das aussieht. Oha, hier sieht es auch so aus, als kommen wir da nicht rüber. Aha. Gut. Mhm, da vorne haben wir eine Brücke. Okay, wir sind ganz vorsichtig hier. Ah ja, BD1 wird uns sofort zeigen. Mal scannen. Machen wir das doch. Oh, will er nicht mehr scannen? Oha. Ist das weg? Sehr interessant. Ah ja, jetzt. Okay. Nochmal. Kriegst nicht zum Laufen. Mhm. Ah ja, das ist ein ganz kleiner, leichter rote Umrandung. Ich denke, wir müssen erstmal ausweichen. Oh weia. Au. Au, 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 au. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Stim. Stim! Der ist aber nicht freundlich. Ah, hat Kel keine Blockausdauer mehr, ist er vorübergehend betäubt und verwundbar. Oha, oha, oha. Wir müssen erstmal ganz dringend weg. Der steht fest. Uiuiuiui. Wir brauchen noch einen Stim. Oh ja, das füllt uns ja nicht komplett auf. Versuchen wir den mal. Vielleicht können wir verlangsamen. Ja, der ist noch verlangsamt. Der ist aber hart. Noch einen starken Angriff. Wie sieht dem mal aus? Okay. Ui, der ist noch verwundet. Uiuiuiui. Puh. Uiuiui. Das war heikle Nummer. Aber ich kann ihn aber mal scannen. Mal schauen. Ein Octo. Okay, ein Octo. Schauen wir uns den mal an. Octo. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Der Octo ist ein extrem gefährlicher Alpha-Predator am oberen Ende der Nahrungskette auf Bogano. Die klebrige Zunge dieser Kreatur hat eine Reichweite von 8 Metern, haftet an ihrer Beute und zieht diese in ihren Schlund. Diese Angriffsweise ist bei den meisten Gegnern ausgesprochen effektiv. Aufgrund seiner dicken Haut widersteht der Octo selbst einem Lichtschwertangriff und ist im Nahkampf extrem gefährlich, da er nicht selten auf seine Beute zuspringt, um den Abstand zu verringern. Oh ja, das haben wir gerade gemerkt. Das war kein angenehmer Kampf. Jetzt haben wir keine Stims mehr. Oh, das ist nicht gut. Oh, ist ja interessant. Also gibt es so schöne Kollisionsabfragen und kann an dem ja nicht vorbeilaufen. Interessant. Ja, das ist schön gemacht. Muss ich sagen. Fällt mir. So, ich denke, wir müssen da weiter. Da oben leuchtet das. Oh, ich hoffe, das ist ein Meditationspunkt. Das war ja was. So, ach nee, wir waren ja da drüben bei der Brücke stehen geblieben. Was wollte ich da gerade sagen? Genau, die hat ja einen kleinen roten Schimmer gehabt. Genau. Genau. Also wenn das rot schimmert, denke ich, wie die anderen, wo blau schimmert, werden wir erst eine Fähigkeit noch erlernen müssen, wie nur an Machtschuh oder ähnliches, um die Brücke runterzudrücken. So, ich denke, wir müssen mal hier weiter erstmal.
So, das wäre so eine ganz klassische Fähigkeit. Machtschub für einen Jedi, definitiv. Ah ja, hier rechts ist auch noch ein Übergang. Aber da vorne haben wir tatsächlich einen Meditations- und damit Speicherpunkt. Und wir haben die unterirdische Zuflucht erreicht. Ja, dann meditieren wir aber erst einmal. Und wir haben ja auch noch einen Fähigkeitenpunkt erhalten, den wir verteilen können. Das ist sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir ruhen uns erstmal aus. So, Leben, Fokus und Stimbehälter wurden wiederhergestellt. Gegner sind respawned. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt erstmal bei den Fähigkeiten um. So, wir haben einen Fähigkeitenpunkt zu verteilen. Und nach der Erfahrung von ihm würde ich sagen, wir sollten ums Kates Gesundheit, bis er sein maximales Leben kümmern. Also dann fühle ich mich doch deutlich wohler, wenn wir das erhöhen. Genau. Maximales Leben erhöht. Sehr schön. Damit ist es doch schon deutlich besser. Das war ja schon so ein bisschen knapp eben. Okay, gut. Dann wollen wir uns hier wohl umschauen. Oder wie gesagt, sollen wir uns hier umschalten? Schauen wir doch mal auf die Holo-Karte. Wenn es da irgendwas angezeigt wird. Ja, sieht beinahe so aus. Moment. Ja, wir sollen ja jetzt Bugano erkunden, um einen Weg über die Schlucht zu finden. Ja, wir haben am Ende der letzten Folge einen Durchgang gefunden, den wir nicht weitergekommen sind. Wo war der nochmal? Mal gucken. Das ist ein bisschen schwer zu finden. Aber hier unten wird uns irgendwie was angezeigt. Da unten scheint ein Durchgang zu sein, zu dem wir hin können, so wie es aussieht. Gut, wir müssen da runter. Dann machen wir das. Scheint hier gleich rechts zu sein. Und da unten ist wieder so ein hässliches Tier. Okay, erledigt. Gut, jetzt wissen wir ja, wie hoch, also wie tief wir fallen dürfen, um uns zu verletzen. Funktioniert ganz gut. So, bin ich gespannt, was wir hier finden sollen. Oder warum wir hier hingeschickt werden. So, ich denke mal, wir müssen nach unten. Ich denke, wir können nicht hier rüber springen. Nee, das reicht bei weitem nicht. Oh Mann. Okay, dann schauen wir uns hier unten mal um. So. Hier ist erstmal nichts weiter. Okay. Gut. Oha, Moment. Ah, DD1 hat mal wieder was zum Scannen gefunden. Schauen wir mal. Noch etwas? Zauer. Neuer Datenbankeintrag. Zauer bevorzugen felsige und windige Regionen, in denen sie dank ihres gedrungenen Körpers und ihres festen Standes schnell und geschickt verschiedene Oberflächen wie Höhlenwände überqueren können. Da sie sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, agieren sie bei wärmeren Temperaturen deutlich langsamer als in der Kälte. Also das müssen gerade diese reptilartigen Tiergewesen sein, die wir hier gesehen haben und schon gleich am Anfang in diesem quasi fischartigen Schwanz. So, ich denke, wir müssen hier hoch. Da oben ist auch ein Durchgang. Gehen wir mal dahin. Da vorne leuchtet auch was. Siehst du was da drin? Hat auch was entdeckt. Ist das wieder ein Machtecho? Sieht ja beinahe so aus. Schauen wir mal. Okay, wir können uns hier begegnen. Können wir uns damit irgendwas zeigen? Ah ja. Ich denke mal, wir sollen uns damit was zeigen. Wir sollen da mal ranspringen. Ah ja. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen. Aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Laufe und springe auf zerfurchten Wänden, um daran entlang zu laufen. Ah ja. Also, haben wir wohl eine Erinnerung von Kell. Wir haben ja wohl den jungen Kell vor uns. Und seinen Meister bei seinem Training oder beim gemeinsamen Training. Okay, na, war ja von Kell auch gesagt worden, dass er durch die Auslöschung, also vor 5 Jahren, als der Orden der Jedi ausgelöscht wurde, seine Verbindung zur Macht verloren hat. Und wir werden wohl hier die ganzen Fähigkeiten wiederentdecken, also wieder reaktivieren müssen bei ihm. Okay, na, dann werden wir das mal versuchen. Also, springen wir da ran. Und dann einfach. Oh ja, ist ja einfach. Okay. Schöne Fähigkeit. Macht Spaß auf jeden Fall. Komm her zu mir. So, das sieht ein bisschen komplizierter aus. Da müssen wir am Ende wohl nochmal abspringen. Machen wir das mal. Geschafft! Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündet. Ich erinnere mich an alte Tricks. Okay. Gut, das ist hervorragend. Also, wie ich schon vermutet habe, also Kell
wie damals Kalkatan in Jedi Knight, ja, lernt erst seine Fähigkeiten wieder zu reaktivieren. Ne? Sehr schön. Gut. Ja, das erschließt uns wirklich neue Möglichkeiten hier. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Ah ja, es hat sich das auch gerade da auf erreichbar geschaltet. Sehr schön. Jetzt können wir da durch. Das ist der Durchgang. Genau. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt den Bus wieder zurück, wohl. So. Gut, haben wir das. Und wir sind ja noch in der unterirdischen Zuflucht. Und hier haben wir erst 33% erkundet. Aha. Ah, sind wir auf der falschen Ebene? Müssen wir mal gucken. Ah, da ist die unterirdische Zuflucht. Und hier gibt es auch noch zwei Geheimnisse. Mal sehen, ob wir die noch finden können. Gut, schauen wir uns hier erstmal um. Beziehungsweise machen wir erstmal weiter. Mega toll. Gut. So, da drüben scheint was zu sein. Und hier haben wir auch diese zerklüfteten Wände. Da sind auch Ranken. Da kommen wir sicherlich nach oben. Und unten ist was zu hören. Ah. Kein schönes Tier jetzt. Okay, dann. Da unten ist auch eins. Dann wollen wir uns um die Wehen gleich mal kümmern. Dann schauen wir mal runter. So, der ist erledigt. Ich denke, man kann hier unten nur lang. Oh, wir haben ja noch was zum Scannen. Dann machen wir das erstmal. So. Ja, das Wasser gescannt hier. Und wir haben einen neuen Datenbankeintrag: Parafische. Parafische leben in großen Wasserkörpern und fressen primär Algenfasern und andere Pflanzen. Werden die Algen knapp, sterben viele der Fische. Ihr Zerfallsprozess erhöht den Säuregehalt des Wassers, der mit zunehmender Tiefe abnimmt und am Grund Dullien bildet. Okay. Gut, so. Mal hier unten mal schon noch ein Später. Und den. Kümmern wir uns um den. Aber mal kommen hier. Na, jetzt verschwindet er wieder. Okay, mal ein bisschen Blocken üben. Oh, das hat nicht geklappt. Aber okay. Ah, wir haben doch jetzt mehr HP, das sieht gut, das haben wir nicht so viel verloren. Sehr schön. Gut, so kommen wir jetzt hier wieder irgendwie raus. Machen wir mal. Oh, wir können ja noch was scannen. BD1 hat wieder was gefunden. Ah, neuer Terrariumsamen erhalten. Mhm. Kalpi. Mhm. Oh, das ist ja interessant. Bin gespannt, was man damit machen kann. Naja, wir hatten ja auf der Mentis schon. Ja, Pflanzen entdeckt. Vielleicht können wir die da irgendwie anpflanzen, einbuddeln und uns damit dann irgendwas herstellen vielleicht. Ich denke nicht, dass die nur zur Zierde sind. Gut. So, da ist nochmal so eine verfurchte Wand. Den da kann man langlaufen. Mal gucken, ob wir da drüben hinkommen. Ja, sehr schön. Ja, das macht ja richtig Spaß. So, hier haben wir nochmal ein Machtecho. Na, schauen wir uns das mal an. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Hm. Wir haben einen neuen Datenbankeintrag erhalten. Meditation. Ein gut versteckter Meditationsbereich. Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. Hm. Und wir haben auch für das Machtecho, wie ich gesehen habe, oben bei der Leiste für die Fähigkeitspunkte auch wieder was erhalten. Das finde ich ja gut. Dann sollte man sich nach denen wirklich auf die Suche machen. Gut, so, jetzt müssen wir auch erstmal sehen, wie wir hier wieder weiterkommen. Die zwei Wege, die wir gesehen haben, sind erstmal abgegolten sozusagen. Gut, ich denke mal, wir müssen hier runter. Ach nee, wir haben ja noch den zweiten. Das stimmt ja gar nicht. Wir hatten hier noch die Ranken gesehen. Moment. So, da sind die. Dann müssen wir da mal kurz runter. Und uns dann hier erstmal nach oben klettern. Bewegen. Sehr schön. Gut. So, da ist nochmal so eine zerklüftete Wand. Und da oben ist auch noch was. So, kommen wir hier hoch? Ja, das ist ja zu hoch. Okay, da müssen wir wohl erstmal auf jeden Fall da lang. Ah ja, da kommen wir auch direkt zum Meditationspunkt zurück. Sehr schön. Ah ja, und da drüben geht es hoch weiter, so wie es aussieht. In Ordnung, dann machen wir das doch. So, schön. Gut. Oh, ist gut. Hervorragend. Ah ja, und dann geht es da weiter. In Ordnung, machen wir das. Gar kein Problem. So, ist schön. Gut. Ah ja, haben wir nochmal ein Machtecho. Schauen wir uns das auch gleich nochmal an. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Neuer Datenbankeintrag. Frustration. Die abgelegte Tasche eines Besuchers von Coruscant. Letzterer war wegen des Rats der Jedi seltsam frustriert.
Okay, vermutlich selber ein Jedi. Wir sollen ja auch nach einem Jedi suchen, wahrscheinlich gehört er zu ihm. So, gut. Hätten wir das hier. So, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Ach, da oben ist auch noch was. Ah, da ist wieder so ein roter Schimmern dran. Ich denke, dass wir da nichts machen können. Ich denke, da brauchen wir auch wieder noch eine Fähigkeit. Entweder macht Schub oder macht Zug. Ich denke, man müsste das hier runterziehen, damit man darauf springen kann. Also da oben jetzt definitiv noch weiter. Ah, oder kommt man hier an der Seite irgendwie lang? Nee, da kommen wir garantiert nur wieder zurück. Nee, gut. Bin schlecht hier mit der Kamera, steckt man im Gras fest. Mal sehen, ob wir hier wieder zurücklaufen können. Probieren wir das mal aus. Ja, das scheint zu funktionieren, ohne Probleme. Sehr, sehr schön. Gut. Oh, da oben ist auch noch was. Oha, wie kommt man denn da hin, bitte? Nee, da oben sind keine riffelten Wände. Nee, dann wird man darüber da hinkommen. Oha. Das ist aber ein schön weit. Also muss es noch einen anderen Weg geben. In Ordnung. Ah, das lässt aber vermuten, dass wir zu diesem Ort hier zurückkehren können oder müssen. Ah, eher können wahrscheinlich. Denn wir neue Fähigkeiten erlernt haben. Gut. Wartet das hier. Sehr schön. Gut, ich denke, wir müssen jetzt hier weiter. Und zu dem Übergang zum Gewölbe zurück. Ja, den Balken, beziehungsweise ist das hier eher ein Rohr. Den haben wir ja schon beim letzten Mal entdeckt. Vorhin. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Ah, da ist wieder so eine Wand. Ah ja, jetzt wird es offensichtlich. Jetzt aber den Lauf haben. Sehr schön. Gut. Sehr gut. Ah, jetzt kommen wir hier weiter. Hervorragend. Dann kommen wir auch zu dem Aufzug offensichtlich. Hervorragend. So, dann können wir da runter. Oh, was haben wir hier noch? Eine Truhe. Sehr schön. Gucken wir da mal rein. Komm wieder her. Irgendwas Brauchbares? Ah, was haben wir da gefunden? Neuer Lichtschwertschalt erhalten. Mut und Weisheit 2. Oh, sehr schön. Gut. Okay, so. Ich denke, wir müssen da unten weiter und zu dem Aufzug. So. Da wussten wir ja nicht, wie wir hinkommen. Oh, da haben wir auf jeden Fall auch noch eine Wand, an der wir langlaufen können jetzt. Ah, das wäre halt andere Weg gewesen. Ah, auf der Ebene waren wir. Da sind wir, glaube ich, mit der Seilrutsche gelandet. Da hinten ist auch die Plattform, die wir nicht runterkriegen. Gut. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Ja, ja, die wird uns da hinten noch als gesperrt angezeigt. Okay, gut. Und hier scheint nur nicht weiter zu sein, so wie das aussieht. In Ordnung. Gut. Dann können wir jetzt wohl den Aufzug aktivieren. Ne, hier können wir nicht aktivieren. Müssen wir da aufsteigen einfach nur? Ja, gut, okay. Und wir haben eine neue Abkürzung freigeschaltet. Hervorragend. Gut. So, in der großen Kluft zurück. So, jetzt können wir da wohl zu dem Meditationspunkt zurück. Aber wir müssen nach oben. Genau, da drüben zu den zwei Statuen. Genau, das war auf der Karte auch schon zu sehen. Ah ja, genau. Darüber müssen wir hin. Wo kommen wir da jetzt hin? Von da oben scheinbar. Okay, dann müssen wir da hoch. Gut. Was haben wir da hinten? Das sieht ja interessant aus. So, schauen wir mal. Ist hier noch irgendwas? Nee, okay. Das sieht aus wie ein Cry-Drachen. Ja, haben wir damals zuhauf in Star Wars Galaxies gejagt. Okay, das ist lange her. Gut. Und wir sind jetzt in der Nähe von dem Gewölbe. Oh, da hat eine interessante Kugel da unten. Kugel von. Oh, was haben wir hier? Oh, wir haben haufenweise von den Käfern. Wie ist das eigentlich? Wo kommen die denn jetzt alle auf immer her? Okay, dreimal erstmal lediglich. So, willst du angreifen? Ja, damit greife ich an. In Ordnung. Okay, erledigt. Ui, wo kamen die denn jetzt her? Okay, schauen wir uns mal hier um. Oben da ging es ja irgendwie nicht weiter. Hier geht's runter. Okay, wo ins? In Ordnung, erledigt. Ja, schön. Und hier geht's aber irgendwie auch nicht weiter. Moment, hier haben wir ein paar Ranken. Ah, da können wir wohl hochklettern. Okay, da haben wir gerade gewesen. Das bringt ja da nicht viel. Ah ja. Au, hier haben wir noch was. Haben wir hier? Hier haben wir noch ein Machtecho. Das ist wie ein Lagerfeuer. Schauen wir doch mal, was wir da gefunden haben. Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinok. Ein Forschungslager. Spuren deines Lagers, das jemand aufgeschlagen hatte, um eine große Kreatur namens Beinok zu studieren. Ah, also ist das kein... Das ist kein Kreuz, sondern wahrscheinlich ein Beinock. Ah, okay. So, da drüben... Oh, da drüben ist noch eine Truhe. Oh je, da sind viele Käfer und diese hässlichen Viecher da. Okay. Ah ja.
Da unten waren wir gerade. Da wird es irgendeinen Weg geben. Aber wie, ist mir nicht ganz klar. Da ist eine Plattform. Mhm. Also hoch und tief können wir noch nicht springen. Dann werden wir wahrscheinlich auch noch so etwas wie Forstsprung, Machtsprung lernen. Nun ja, okay, da freue ich mich schon drauf, das zu entdecken. So, hier haben wir ein paar Ranken. Mal gucken, wo wir da hinkommen, wo wir da lang kranken dann. So, hier können wir wohl zur Seite. Ne? Ah ja. Da vorne haben wir wieder ein Tierchen und einen Käfer rechts. Das finde ich jetzt nicht gut. Wir machen erstmal den rechts. So, wo ist der andere jetzt hin? Als er wieder einen Arm, das finde ich immer nicht gut, wenn er das tut. So, sehr schön. Erledigt, kein Problem. Sehr gut. So. So, kommen wir hier irgendwie weiter? Ja, da hinten sind die Ranken, wie es aussieht. Hervorragend. Gut, gut. Dann mal hochklettern. So. Oh, wieder Käfer. Erwischt. Und. Ja, dein armer Scomp anschloss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Okay, BD1 hat was zum Hacken gefunden. Mhm. Scomp-Anschluss muss für die Behandlung, Bedienung dieses Geräts wieder repariert werden. Okay. Gut, dann gibt es hier wohl zwei Truhen. Müssen wir wohl BD1, der hat mir eben bloß das Füßchen, ja, was soll ich sagen, provisorisch repariert und versorgt. Wird es da wohl noch nochmal, ja, was geben, ob wir das richtig reparieren können. Hey! So, erstmal die Truhe hier anschauen. Irgendwas Brauchbares? Eine neue Lichtschwerthülse gefunden. Mut und Weisheit 2. Okay, da haben wir ja schon den Schalter gefunden. Der hat gerade eben. Gut, sehr schön. Müsste man ja fast in die Werkstatt zurück. Ja. Gut, gut, gut. Mal gucken, ob wir den Scomp-Anschluss repariert bekommen. Mal sehen, wie uns das hier linkt. Kann ja nicht sein, dass BD1 hier nicht voll funktionsfähig ist. So, hier scheint es erstmal weiter nichts zu geben auf der Ebene. Gut. Ah, das ist ja ein wunderbares Tier da drüben. Ja, was für ein Loch gefallen hier, meine Güte. Und hier ist auch noch ein Lagerplatz. Ne, der andere Teil von dem Lager, den wir unten entdeckt haben. Oh, das können wir auch nochmal scannen. Sehr schön. Machen wir das doch. Die Kreatur fühlt sich hier sehr wohl. Ah, und wir haben Fähigkeitspunkte erhalten. Und wir haben Eintrag für den Bienenhof erhalten. So, dann schauen wir mal, was wir da für einen Eintrag erhalten haben. Ugano und dann muss es wahrscheinlich runter Flora und Fauna sein. Nee, der Forscher vermutlich. Oha. Schauen wir mal. Also Gehörde, Meditation, Frustration. Nee, das ist es nicht. Oh, schade. Jetzt haben wir ein bisschen zu lange gebraucht. So, Charaktere sind nicht Ugano. Was haben wir denn da noch so? Die Kreatur. Ah ja. Der Binok. Der Binok ist ein riesiges amphibisches Säugetier, das nur auf Bugano heimisch ist. Er kann mehrere tausend Jahre alt werden, brütet im Lauf seines Lebens aber nur einmal. Aufgrund ihrer wenigen Nachkommen gibt es in der Galaxis nur sehr wenige Binoks. Hm, ja, noch nie von denen gehört. So, sehr schön. Gut, dann machen wir mal weiter. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Mal den Eintrag hier glatt übersehen. Und wir haben noch neue Fähigkeiten. Das finde ich auch ganz hervorragend. Da müssen wir eigentlich ja schon zum Meditationsstein zurück. Nun gut, okay. Naja. Meditationsstein sage ich schon zum Meditationspunkt. So, gut. Erstmal hier rüber. Dann sind wir auch wirklich an dem Durchgang. Ganz genau. Dann können wir jetzt hier wohl weiter. Dann machen wir das doch gleich mal. So. Hervorragend. Und dann sind wir schon drüben. Da sind wir schon fast am Gewölbe. Hervorragend. Sehr, sehr schön. Wettrennen? Oh, dann los! Ja, und wir haben das RT-Wölbe erreicht. Sehr schön. Hui, BD1 scheint schneller zu sein hier auf dem Untergrund. Gut. Ui. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Okay, gut. Sieht ein bisschen aus wie eine Jedi-Ruine. Hm. Da vorne scheint irgendwas zu leuchten. Ah, und hier rechts haben wir einen Meditationspunkt. Sehr, sehr schön. Gut, schauen wir uns aber erstmal hier das an. Scheint Machtecho zu sein. Können ja irgendwas machen mit der Macht offensichtlich. Oha, haben
auch einen neuen Dateneintrag dafür erhalten. Das Gewölbe. Ah, Reste einer vergessenen Zivilisation. Also schon mal gar kein Jedi-Tempel. Heißt es hier, das Gewölbe. Diese Struktur steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Ah ja. Also können die Bosses und Jedi öffnen. Okay, hier haben wir noch einen Meditationspunkt, wie schon festgestellt. Gut, ich will mich aber ganz kurz erstmal umgucken, ob es vielleicht noch mehr zu entdecken gibt. War ja bisher schon. Ah ja, da haben wir schon was. Okay. Dann lassen wir BD1 mal scannen. Noch etwas? Ah ja, Inschriften. Das Gewölbe besteht aus Karnit, einem harten, mineralreichen Stein. Die Innenwände sind mit Metallplatten und Inschriften verziert. Da die Glyphen in keiner galaktischen Datenbank erwähnt werden, ist die Sprache vermutlich nicht überliefert. Also irgendeine komplett verschollene, ja, Zivilisation. Und BD1 hat schon wieder was gefunden. Ah ja, hier drüben. Ah, irgendwelche alten Keramiken. Schauen wir uns die mal hoch an, bzw. lassen BD1 scannen. So. Opfergaben. Diese Relikte enthalten Materialien, die nicht von Bogano stammen. Ihre fragile Struktur lässt vermuten, dass sie rein dekorative Zwecke erfüllten und möglicherweise Objekte von religiöser Bedeutung waren. Es wäre denkbar, dass sie im Zuge einer Pilgerfahrt hierher gelangt sind. Okay, also soweit ich weiß, erhalten die Jedis keine Opfergaben. Von daher wahrscheinlich kein Jedi-Tempel hier. Naja, also, naja, wie hier schon vermutet, dass es, oder wie schon uns hier eigentlich mitgeteilt wird, ist es irgendeiner alten Zivilisation zuzuordnen. Was haben wir hier noch? Oha, das sieht auch ziemlich dunkel und düster aus. Die andere Seite von diesem Stein. Oha, man kann sich hier rinswingen. Nee, das lassen wir mal lieber. Oh je. Ich möchte auf jeden Fall erstmal zum Meditationsstein, denn wir wollen erst einmal unseren Fähigkeitenpunkt auf jeden Fall verteilen. So, schauen wir mal. So, dann werden wir uns erstmal um die Fähigkeiten kümmern. Also um die eine Fähigkeit, die wir haben. So, jetzt können wir, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt überragendes Blocken lernen. Ein Fähigkeitenpunkt. Kells Verteidigung verbessert sich. Dadurch erleidet er durch Angriffe weniger Blockausdauerschaden. Klingt ja sinnvoll, können wir länger blocken. Ah, hatten wir schon mal ein Problemchen mit. So, und dann haben wir hier noch Machtabstimmung. Auch wieder ein Fähigkeitenpunkt. Kells maximale Macht erhöht sich. Auch nicht so verkehrt. So, mehr können wir wahrscheinlich ja nicht machen. Wir müssen wahrscheinlich immer die Wege freischalten. Könntet ihr mal ausprobieren? Nee, der geht natürlich nicht. Nee, den können wir hier oben nicht lernen, den ausweichenden Tritt. Und wir könnten zusätzlich jetzt noch beim Lichtschwert die Sprintattacke lernen. Kell sprintet nach vorne und attackiert sein Ziel. Springe während des Sprints, um einen Salto über das Ziel zu machen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir setzen erst einmal darauf, mehr Macht zu haben. Das gefällt mir jetzt hier am besten. Haben wir eine solide Ausgangsbasis. Ein Fähigkeitenpunkt und dann lernen wir einfach mal Machtabstimmung. Und damit hat sich dann unsere maximale Macht auch erhöht. Sehr, sehr schön. Gut. So, da wir ein paar HP verloren haben, naja, ist nicht so viel, würde ich aber trotzdem sagen, ruhen wir uns einfach mal aus. So, Leben, Fokus und Stimbehälter wurden wiederhergestellt und die Gegner sind hier respawned. Okay, gut. Na dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir hier ins Gewölbe kommen. Ich denke, wir müssen hier rein. Ja. Oh, enger Durchgang. Oha. Okay. Wahnsinn. Allerdings. Okay. Dann befinden wir uns jetzt also im Gewölbe. Mit so einem Durchgang hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Kein klassischer Instanzübergang. Das finde ich interessant. Okay, gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Da vorne scheint was zu sein. Ja, BD1 hat auch direkt was entdeckt. Können wir scannen? Na, dann machen wir das doch mal gleich. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses
Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Reiseziel freigeschaltet, Sepho. Na, da haben wir eine große Aufgabe gestellt bekommen. Und wir haben ihre Datenbankeinträge erhalten. Wir sollen auf Sepho nach alten Gräbern suchen und dafür den Holotisch auf der Mentis benutzen. Okay. Gut. Na, das war ja jetzt hier sehr überraschend, dass wir auf diese Holoprojektion von Ino Cordova, also einem alten Jedi-Meister, gestoßen sind. Aber von dem hatten wir ja schon Lichtschwertteile gefunden. Sehr interessant. Vermutlich auch der Forscher, von dem wir hier Einträge gefunden haben. Und ja, wir sollen die ganze Aufgabe hier quasi eine Prüfung bewältigen, um an seinen Holokron zu kommen, um Machtnutzer, also Machtbegabte in der ganzen Galaxie zu finden. Das ist wirklich eine große Aufgabe und Kerl scheint sich dem ja doch tatsächlich hier ja, annehmen zu wollen. Er hat wieder eine Aufgabe. Finde ich ganz, ganz klasse. Gut, naja, dann klingt das so, als müssen wir erstmal Bogano verlassen und dann später hier wieder zurückkehren, oder? Etwas, was ich ja schon vermutet habe. Okay, gut. Das soll es für heute hier aber gewesen sein. War eine sehr spannende Geschichte hier mit dem Gewölbe, der ganzen Reise hierher und den Fähigkeiten, die wir in der Zwischenzeit erlernt haben. So wie zum Beispiel dem Wandlauf. Ja, da bin ich immer sehr gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Und ja, damit soll es dann auch in der nächsten Folge auch wirklich weitergehen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn wir hier mit Kyle die Reise fortsetzen. Bis dahin verabschiede ich mich, bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Macht's fein, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.